So, Freunde, ich sag mal so, ich habe Notizen sowohl auf meinem PC als auch ne, so auf Papier für Dutzende Videos, die Richtung Kraftsport gehen oder Sport oder ne, andere Themen oder solche Themen. Jetzt ist halt nur das Problem, dass die aktuelle Situation mich sehr beschäftigt, aus aktuellem Anlass. Ihr wisst ja, wo ich herkomme. Und ich nehme mir vor, mich auf auch so Richtung Kraftsport wieder zu orientieren und auch solche Videos zu machen. Jetzt ist das so, dass ich seit Monaten, seit Tagen wegen der aktuellen Situation immer wieder alle 1, 2, 3 Stunden auf YouTube gehe und dann mein Land eingebe, also Iran, und dann aktualisiert nach letzter Stunde, was da abgeloadet wird. Und ich habe heute Morgen oder heute Mittag, heute Morgen, heute Vormittag auf zwei, drei Kanälen was gesehen, was mich sehr beunruhigt hat. Es gab wohl ein Erdbeben in Iran mit der Stärke von 4,2, 4,3 auf der Richterskala. Und diese Kanäle behaupteten, dass das, also diese vermeintlichen Erdbeben, gar keine Erdbeben, also kein Erdbeben war, sondern was anderes, dass da unterirdisch eventuell was getestet wurde. Ich weiß nicht, inwieweit meine Zuschauer da irgendwie da aktuell das Ganze verfolgen oder inwieweit die das interessiert, also euch. Ich versuche das Ganze auch immer so neutral wie möglich zu machen, ja, also ohne ja wir gegen die, die gegen uns, du gegen mich und so. Ich bin nicht so der Typ dafür. Ich will euch nur meine Gedankengänge mitgeben. Was auch immer da unten passiert, das ist ja, ne, der Nahe Osten, hat Auswirkungen sowohl wirtschaftlich als auch umweltverschmutzungstechnisch, hätte das unmittelbare Folgen für hier. Ich erinnere euch nur an diese eine Stadt in der UKR, ne, ihr wisst schon, da ist ja ein Kraftwerk in den 80ern in die Luft gegangen. Und das war nur ein Kraftwerk in Anführungsstrichen. Und dann war hier monatelang, jahrelang, ne, aufpassen, was man da aus dem Garten zu sich nimmt, Pilze, die dann kontaminiert waren, Wildfleisch und so weiter und so fort. Und das war nur ein Kraftwerk in Anführungsstrichen. Jetzt ist das so, ich will auch das Gesamtpaket euch mal vor Augen führen. Also, egal von welcher Seite, egal von welcher Religion, egal von welcher Nationalität, sind da seit Jahrzehnten Leute am Leiden. Ich will auch gar nicht einzeln aufführen, die haben es schlimmer als die oder so. Jetzt mal allgemein für die Menschheit. Egal aus welchem Volk, egal aus welcher Religion, viele Länder sind da involviert, viele Völker, viele Religionen und das Ganze spitzt sich immer mehr zu. Und ich weiß nicht, inwieweit in Deutschland das wahrgenommen wird, weil hier ist ja auch viel Ablenkung, ne? Man kann saufen, man kann Party machen, man kann zum Fußball. Ich sehe sogar, ich werfe denen das auch nicht vor, ne? Ich sehe sogar hier auf Facebook und auf Insta so Leute, die ich kenne, die auch von da unten kommen. Ich weiß, das Leben ist hart, man muss sich ablenken, aber ich will euch vor Augen führen, dass durch diese Ablenkungen, die man hat, man teilweise vergisst, was für krasse Dinge auf der Welt abgehen, vor allen Dingen hier in unserer Nähe. Ich habe das im letzten Video schon mal gesagt. 2, 3, 4, 5.000 Kilometer ist nicht viel. Sollte das da unten massiv eskalieren und es sieht gerade danach aus, dann werden wir unmittelbar aus mehreren Perspektiven das hier zu spüren bekommen. Ne? Mehr Inflation, verteuerte Energie, Umweltverschmutzung und natürlich zuallererst, normalerweise müsste man auch, aber wisst ihr, das Schlimme ist ja, die menschlichen Verluste sind seit Jahren und seit Jahrzehnten so hoch,
dass wir mittlerweile leider abgestumpft sind und das gar nicht mehr so in unserem Kopf. Der Mensch verdrängt ja auch. Man versucht sich abzulenken und zu verdrängen, damit man sich damit nicht befassen muss, weil einem das zu schaffen macht. Ist mir schon klar. Nichtsdestotrotz ist jetzt eine Phase, wo ich wirklich Bedenken habe für uns alle. Und ich betone nochmal, ich möchte Frieden für uns alle. Und anstatt, dass unsere Politiker da unten immer einseitig Partei ergreifen und sagen, ja, wir sind jetzt für die Seite und wir liefern denen auch noch diese Waffen und so, ne? Es ist höchste Zeit, sich dafür einzusetzen, dass Diplomatie herrscht. Wenn genügend starke Länder sich dafür einsetzen, wenn genügend, nicht ein oder zwei, sondern wenn alle, die ganzen Länder, insbesondere auch hier aus Europa, sich dafür einsetzen, dass da unten ein bisschen Ruhe herrscht, zumindest wird das irgendeine Art Auswirkung haben. Es wird nicht ohne Auswirkung bleiben. Nur das Problem ist, das hängt ja alles miteinander zusammen. Solange die Bevölkerung sich dafür nicht interessiert, interessieren sich die Politiker anscheinend auch nicht dafür. Und viele Politiker sind ja auch, ja, wie soll man sagen, erstaunlicherweise die letzten 3, 4, 5 Jahre so darauf bedacht, alles irgendwie militärisch zu klären. Viele Sachen lassen sich aber militärisch nicht klären, weil keiner der beiden Seiten dann nachgeben möchte. Oder es sind ja nicht nur zwei Seiten. Mittlerweile haben wir ja da unten 5, 6, 7, 8 verschiedene Völker und Länder und 2, 3 verschiedene Religionen beteiligt. Und nein, es sind nicht nur zwei Religionen, auch viele unschuldige Christen zum Beispiel sind jetzt auch beteiligt. Weil viele wissen das nicht, in Libanon leben auch viele Christen, unter anderem. Es sind nicht nur Moslems. Libanon hat ja zwei große Religionen, ne? Viele wissen das gar nicht oder haben sich noch nie damit befasst, ne? Das sind Moslems und Christen. Aber abgesehen davon, ist egal, welcher Religion. Also wie gesagt, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe heute Morgen Iran eingegeben auf YouTube und dann aktualisiert nach letzter Stunde. Und da war da so ein Kanal und dieses Video hatte auch schon sehr viele Hunderttausende von Views. Da stand Erdbeben in Iran, wohl irgendwo im Wüstengebiet, so südöstlich von Teheran, also aber ein bisschen weiter weg natürlich. Soll es wohl ein Erdbeben 4,2, 4,3 gegeben haben. Und dann haben sie auch gesagt, wenn Indien hat ja auch vor 20 Jahren mal so mehrere solche Tests gemacht, da gab es auch, übrigens Nordkorea auch, und da gab es jedes Mal so 4,5, 5 bis 6,5 Erdbeben, als sie diese unterirdischen Tests gemacht haben. Ja. Ich wünsche, und das meine ich komplett ernst, ich wünsche, es ist einfach die letzten 3, 4, 5 Jahren so viel passiert, die letzten 3, 4 Jahre, das ist doch nicht mehr normal, Mann. Mann, wieso können wir nicht als Menschheit mal ein bisschen einfach, ja gut, ich verstehe das schon, ne? Wir haben ja einige Politiker an der Macht, unter anderem, die wissen, wenn der Krieg vorbei ist, dann müssen diese Politiker vor Gericht, weil sie laufende Verfahren haben. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Es gibt Politiker, die die ganze Zeit daran interessiert sind, dass diese Konflikte weiterlaufen, weil sie Anklagen laufen haben, nicht eine, sondern mehrere teilweise. Und wir nennen auch diese Politiker nicht. Wer sich ein bisschen informiert, ein paar Minuten, der findet auch schnell raus, wer. Die daran interessiert sind, dass diese Konflikte weiterlaufen, denn wenn diese Konflikte zu Ende sind, werden die dann vor Gericht gestellt, verurteilt und landen vielleicht für mehrere Jahre oder Jahrzehnte hinter Gittern. Und weil diese Politiker schon ein bisschen älter sind, würden die wahrscheinlich aus dem Knast nicht mehr rauskommen. Ne? Da drüben über See, ne? Der Herr Trump ist so einer, der hat mehrere so Anklagen am Laufen.
Der ist interessiert, sehr, sehr interessiert. Der sorgt ja auch dafür, dass sogar im Land nach den Wahlen Unruhen entstehen. Wurde dann auf Twitter bzw. X dann verkündet, ja, die Wahl ma war manipuliert, ich habe verloren, weil das Ganze manipuliert ist, bla bla bla. Warum? Unruhe. Und dann schickt er irgendwelche Leute da los, ne, so, sorgt für Unruhe und ihr wisst ja, was vor 3, 4 Jahren passiert ist. Ne, als Joe Biden dann gewonnen hat. Wobei Joe Biden ist jetzt natürlich auch kein Unschuldslamm, ne? Und jetzt da im Nahen Osten haben wir auch jemanden, ne, wir wissen alle, wer das ist, der mehrere Verfahren am Laufen hat und der sehr, 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 sehr daran interessiert ist, dass diese Konflikte niemals politisch gelöst werden und dass der Krieg am besten noch mehrere Jahre weiterläuft, damit er nicht vor Gericht muss und dann nicht eventuell im Knast landet. Ja. Ich wünsche uns allen Frieden und Ruhe. Und zwar allen Völkern, allen Religionen und egal welches Land, so damit das Ganze, das ist doch nicht mehr normal, Mann.